Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Build a Zoo hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr damit eingeschaltet habt. Wir sind direkt reingestartet in den neuen Tag mit einer kritischen Frage. Wie werden wir uns entscheiden? Man weiß es nicht, denn es ist schockierend. Als ein Lieferant der feinsten, süßesten, leckersten Zuckerwatte ist es möglich, dass wir es mit der Farbe etwas übertrieben haben. So, dass, obwohl es eine Sache der Perspektive ist, persönlich denke ich, dass es reizend ist, dass Leute pink werden. Sie sollten uns dafür bezahlen. Stattdessen drohen die pinken Leute, uns zu verklagen. Was sollen wir nur tun? Das liegt an dir. Bummel jetzt nicht. Billy Wilder, das ist eine Anspielung auf Charlie und die Schokoladenfabrik, würde ich sagen. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Perfect World. Alle Leute pink und Schokofluss. Ignorieren Sie diese Gruppe. Sie ist wahrscheinlich nicht reich genug, um eine starke rechtliche Beratung zu haben. Oder zahlen den pinken Leuten 10.000. Oh nö. Ach nö. Ich würde jetzt wirklich gerne die schlechtere moralische Entscheidung treffen. Ich will doch das neue Parkstück kaufen. Oh Mann. Jetzt habe ich wieder 5K zu wenig. Oh, ist ja ein Drama in 12 Akten. Ich sag's euch. Oh Gott, wir haben zu viele Hasen. Leute, Leute, die Hasen. Oh Gott. Ja, da habe ich einmal kurz nicht aufgepasst. Einmal sind es zu viele Hasen. Sorry. Die drei hier, die Hasen, Gänse, Wasserschweine. Vielleicht sollten wir dann mal anfangen, die auf Schwangerschaftsverbot zu setzen. Vielleicht ist das die bessere Entscheidung. Ich verfolge hier schon wieder irgendwas. Das Tier ist bereit. Was ist es denn für ein Tier? Weiß man das jetzt? Ich wollte ja eigentlich ein Männchen haben. Beobachte das jetzt mal. Entschuldigen Sie. Kommen Sie raus aus der Kiste. Ist weg. Ups, verschwunden die Bus. Ja, ist ein Männchen. Passt. Habe ich das? Oh, Hühnchen! Ich erinnere mich jetzt. Jetzt weiß ich es wieder. Die Hühnchen muss ich noch anpassen. Ich wusste, da ist noch was anderes. Boah. Machen wir das so. So. Bitteschön. Die Hühnchen habe ich noch nicht essensmäßig angepasst. Die sind in einem anderen Gehege, was früher einem anderen Tier gehört hat. Deswegen haben wir das nicht mitbekommen. Das war nicht am Ende der Liste, und was nicht am Ende der Liste ist, geht durch meine. Was ist hier schon wieder los? Wieso kann ich denn nicht? Okay. Ich kann nicht. Egal, was ich mache. Werden nicht die 100. Ah, doch. Jetzt. Jetzt haben wir das. Irks, Hilfe. Bestelle Futter für alle Tiere auf einmal. Wir haben 100 Moral übrigens. Wir sind die moralischste Instanz. Wirklich. Zu wenig Wasser. Prüfst du Hyänen? Okay. Wenn du das sagst. Ich kann euch da so viel Wasser hinstellen, Leute. Bis ihr dumm aus dem Wasser guckt, würde man sagen. Hilfe! Manchmal klickt man so aus Versehen irgendwo hin. Weil Hyänen sind auch stark vom Aussterben bedroht. Also die müssen wir sowieso auch oft aussetzen. Das ist, da tun wir wirklich was Gutes für die Welt. Würde man sagen. Wir müssen einfach das neue Baby sehen. Boah. Erdmännchen läuft in eine Richtung, würde ich sagen. Ja, die könnte man auch mal gezielter züchten, die Erdmännchen. Kann man natürlich alles machen.
Ich gucke jetzt mal. Wir haben jetzt hier wieder noch die Erdmännchen. Hier ein noch unentdecktes Tier. Hier ebenfalls ein noch unentdecktes Tier. Was ist das? Es ist ein Azumarill. Ich habe keine Ahnung. Oh, dann kriegen wir Faultiere. Ne, Koalas. Ein Faultier. Also, ich bin verwirrt. Hier steht, was ist niedlicher als ein Koala? Also, deswegen kein Koala. Ein Faultier natürlich. Selbstverständlich. Oh mein Gott. Neue Ente, neues Pferd. Machen wir Pferd zu Pferd. Ente zu Ente. Also das macht's schon sehr viel schneller, diese Arten und Weisen, das so zu verteilen mit den Tieren. Wir haben ein paar depressive Panther. Der Berliner Zoo hat ein paar depressive Panther. Das ist natürlich eine Ansage, würde ich sagen. Das ist ganz neu. Neben den zwei Panda-Babys, die jetzt da sind, haben sie auch noch depressive Panther. Da ist die Frage natürlich, wo wir die Flamingos herkriegen. Wir haben jetzt schon zwei handelbare Tiere mit Flamingos. Aber ich sehe nirgendwo verfügbar Flamingos. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist doch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich hinterfrage das. Naja. Wird schon werden, ne? Snowy und Montana. Oh mein Gott. The Snowy Mountain. Gehegestatus, Fütterung. Aber wir haben noch jemanden hier hingegeben, oder? Ja. Arnoldo. Arnoldo, wo bist denn du? Sag mal Bescheid hier. Arnoldo. Arnoldo, Arnoldo, Arnoldo. Wo ist er? Aha. Steht da rum. Arnoldo, geht's dir gut? Kann sein, dass Arnoldo sich festgepackt hat. Ist nicht auszuschließen. Was ist das hier mit dieser... Ah. Ich möchte gerne ein persönliches hautnahes Erlebnis ermöglichen. Welches Gehege bietet sich an? Besuchererscheinung, Tierhunger, Tierstressgefahr. Besuchererscheinung. Gefahr. Ach so. Gefahr für die Person wahrscheinlich. Ich werde sie einfach den Bären zum Fraß vorwerfen. Oh, die Hasen. Nehmen wir das. So, ich gucke jetzt nochmal, wo Arnoldo ist. Ich habe jetzt, Arnoldo habe ich jetzt auf der Liste. Sagen wir es mal so. Arnoldo, was ist denn los mit dir? Entschuldigung, es gibt Tiere, die haben Hunger. Was ist denn das hier schon wieder für eine Performance? Arnoldo, was ist da los? Ja, jetzt kümmert er sich. Ein A. Mein Zoo ist eine Warna. Wir haben ab zuverlässige Wasserquellen. Alle Tiere sind gefüttert. Spare für die nächsten 30 Tage 50% auf alle Einkäufe im Tierheim. Finde ich jetzt nicht so gut. Der Handel mit anderen Zoos bringt für die nächsten 20 Tage ein zusätzliches Tier. Machen wir das. Habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht. Ich weiß halt nicht, wie das mit dem Tierheim, das kann man halt so schlecht vorhersehen. Was da so geht. Entis. Mehr Pfleger. Sie sind nicht in der Lage, ihre tägliche Runde zu beenden. Ja, Arnoldo. Arnoldo. Ich weiß. Arnoldo. Ist mir bekannt, dass da jemand ein kleines Problemchen hat. Aber liegt das jetzt an mir oder liegt das an Arnoldo? Das wissen wir nicht. Ist nicht so klar, ne?
Das sind viele Enten. Stabil. Die Population ist stabil. Ist Arnoldo jetzt hier nicht hingekommen? Arnoldo? Arnoldo, ich würde sagen, möchte sich da jemand freiwillig melden zur Entlassung? Wenn du die jetzt nicht fütterst, wäre ich aber ungehalten. Oh, ich hasse dieses. Die ganze Zeit immer nur Nörgel, Nörgel, Nörgel. Hier nicht genug Bereicherung. Da nicht genug. Ja, mit den Gänsen, wir müssen da irgendwas tun. Also, das klappt so nicht. Da ist zu viel. Es ist zu viel. Ich weiß, ich versuche hier irgendwie auf 100% und alle Tiere immer da und so zu gehen. Und es fehlt auch wirklich nur noch eins. Dann haben wir das geschafft. Aber dann wissen wir ja, dass wir, worauf wir achten müssen. Hier auf das Tier und dann... Also zum Beispiel dieses tolle Tier hier, die gute Megan, die braucht sich eigentlich gar nicht mehr fortpflanzen. Ich mach mal, oder? Macht das Sinn? Warte mal. Ich guck mal kurz. Das letzte Tier ist nicht daran beteiligt, ne? Nö. Gar nicht. Potenzielle Nachkommen zwischen diesem, das kommt dabei raus. Ja gut. Ich mache es jetzt so. Scooter ist jetzt auf Empfängnisverhütung. Gute Tat. Eine gute Tat. Habe ich jetzt getan. Ich muss natürlich ein bisschen darauf achten, dass diese, wenn ich immer ein Tier übrig lasse, von jeder Sorte, dass die dann wiederum nicht zu alt werden. Weil Megan zum Beispiel ist halt schon ganz schön alt. Also, ich gucke ja immer nur auf die, wo ich doppelt habe. Das kann aber auch schlechtes Vorgehen sein. Letztlich und endlich. Aber ja. Ich bin jetzt hier nur noch damit beschäftigt, hier die Tierpopulation aufrechtzuerhalten. Es ist auch nicht so schlimm. Nemo haben wir jetzt. Wenn da mal ein Tier stirbt, dann ist es halt so. Ich mache das jetzt einfach, ich habe keinen Nerv dafür. Ihr habt's nicht den ganzen Tag Zeit. Wisst ihr? Hab's nicht den ganzen Tag Zeit. Pflegefortschritt, nicht schwanger. Ein nicht schwanger Pflegefortschritt. Wisst ihr Bescheid? Ich hasse, dass das ist mit diesem Verfolgen, mich nicht einfach direkt zu dem Fenster bringt. So, ich habe jetzt eine Person über, die jetzt nicht zugewiesen ist. Mal schauen, ob das bei irgendwas hilft. So. Er sagt mir immer noch, die Bereicherung fehlen. Zuchtstation ist irgendwas los. Ein Baby ist gesammelt worden. Muss aber schon eine Weile her sein. Eins von sechs Tieren ist insgesamt geboren worden. Ich werde mir doch jetzt hier nicht alle Geburten ansehen. Ich habe ja nicht die ganze Nachtzeit. Ach so, ich habe irgendwas Handelbares. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das Gürteltier. Genau das gleiche, was ich gerade zufällig bei der ersten Züchtung bekommen habe. Glaube ich. Haben sie mir nicht gesagt, ich habe da was zu handeln? Wo ist es denn? Ups. Aus dem Spiel raus. Also, bisschen widersprüchliche Ansagen.
Könnte sein, dass sie mich darauf hingewiesen haben, dass es das im Laden gibt, quasi. Aber ansonsten wüsste ich ja jetzt nicht. Ich habe 5 Entenvarianten entdeckt. Ja. Ja. Das ist eine gute Sache. Ich kann sie aber wahrscheinlich auch nach Alter sortieren, oder? Lebensspanne runter, Lebensspanne hoch. Ah ja, und dann ist hier die höchste Lebensspanne. Interessant. Okay, wollen wir den neuesten Parkteil kaufen? Jawohl. Das scheint mir doch sinnvoll, eine sinnvolle Investition zu sein. Wir haben jetzt schon das Arktisgehege, wir haben jetzt das Tropengehege und dafür haben wir noch nicht mal Tiere, ja? Wir sind noch so weit weg von den Pinguinen, dass ich mich dass ich mir da gar nicht sicher bin. Das hier ist schon so eine Art Blocker, ne? Diese Geschichte. Waldgehege, komm. Schalte 2 weitere Transportionspakete frei. Reduziert die Kosten. Tierische Bereicherung Hochröhre. Tierunterkunft Höhle. Wasserpumpen-Upgrade. Um Methan von Tieren in Reichweite zu sammeln. Schalte 1 weitere Methan-Konvertierer-Paket frei. Ermöglicht deine Wasserpumpenverwendung von Methan aufzurüsten. Okay. Überwachung. Weiß nicht, warum man es überwachen soll, aber ja. Gassammelwirtschaftler des Zoos entwerfen atmosphärische Methanabsaugung. Tiere erzeugen Glück und gute Gefühle, aber leider erzeugen sie auch Methan, das zur globalen Erwärmung beiträgt. Mit diesem neuen Gerät hat der Zoo jetzt die Möglichkeit, sein Wassersystem zu verbessern, um Methan zu sammeln und zu transportieren. Das eingefangene Gas ist bei einer Vielzahl von Industrien und Anwendungen nützlich. Wofür könnte der Zoo es jedoch verwenden? Nun, zum einen ist die Idee, Methan als grünen Treibstoff zu verwenden, was schon seit einiger Zeit im Umlauf ist, und es besteht die Hoffnung, dass der Zoo damit seine Busse auf kohlenstofffreie grüne Motoren umrüsten wird. Fanny, eine einheimische Frau, zitiert: Dieser Zoo riecht übelst abstoßend. Hoffentlich können diese Sammler die Luft reinigen. Okay. Ich könnte jetzt also meine Busse umrüsten. Ja, bestellen. Also, klappt jetzt aber noch nicht so gut. Ja, ich könnte als nächstes dann mal wieder einen Bus kaufen. Was haltet ihr von der Idee, dass ich das Gehege hier ein bisschen vergrößere? Nur so ein Stückel. Nicht mal so krass viel. Einfach damit die ein bisschen mehr Platz haben hier, die Kapibaras. Aber grundsätzlich, hoppsala, ist dann jetzt schon hier die neue Erweiterung. Och Gott, wieso muss es immer nachts passieren? Jetzt kann ich wieder nicht bauen. Da machst du nichts, da guckst du nur, würde ich sagen. Guckst du in die Röhre. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch eingestellt, dass man es nicht sehen kann. Alles merkwürdig. Der Zoo ist irgendwie okay. Umgeschaut, wie man Geld spart, indem man diesen Zoo besucht, der okay ist. Dupidei. Da muss aber noch, da fehlen aber noch ein paar Viewers. 25 Leute, es kommt vor den Park. Oder ein Fan spendet 4... Ach, je nachdem, wie viele Teilnehmer der hat, umso mehr Geld ist das. Ein Fan spendet $491 an ihren Zoo. Ich will 25 Leute im Zoo haben. Können gerne nachts vorbeikommen. Gar kein Ding. Haben noch 5 Minuten Zeit, sich den Zoo anzugucken. Ja, also ich habe keine Ahnung, wie ich die Busse umrüsten soll. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Verteilen Wasser. Mhm. Ja,
Habe ich nicht verstanden. Gut, dann müssen wir Folgendes tun. Eine neue Putzperson einstellen. Würde ich jetzt mal sagen. Damit wir da die neue Fläche sauber halten können. Ansonsten, selbstverständlich, die Leute müssen irgendwo langlaufen. Ein Weg. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass hier eine U-Bahn ist, da eine U-Bahn ist, können wir hier hinten eine weitere U-Bahn platzieren. Darüber hinaus platzieren wir selbstverständlich erstmal eine Lampe. Lichtabdeckung, 1%. Naja, dann, was brauchen wir noch Schönes? Dekoration haben wir echt zu wenig, ne? Wir haben echt zu wenig Dekorationen. Aber dafür sind die Bögen auch immer so hässlich zu platzieren. Macht doch keinen Spaß. Ja, bitteschön, Affe. Kann ich mir die... Ja, ich verliere schon wieder den Faden. Merkt ihr, wie ich den Faden verliere, Leute? Nicht gut. Also, der Faden, den ich jetzt eigentlich haben wollte. Folgendermaßen. Pizzaladen. Toilette, glaube ich, wäre mal wieder. Es ist mal wieder Zeit für eine Toilette. Dann Mülleimer. Ja, da war doch was, was ich vergessen habe. Die Mülleimerversorgung. Dann können wir hier nochmal schon mal ein Gehege planen, würde ich sagen. Das sieht so lustig aus. Ich sehe gerade, dass da so Mülltonnen sind. Mülltonnenstatus. Müllsäcke diese Woche gesammelt 4. Müllabfuhrrechnung diese Woche $72. Jede Mülltonne wird um Mitternacht aus dem Mülleimer in deinem Zug gefüllt, die über 50% voll sind. Müllwagen werden den ganzen Tag über losgeschickt, um deinen Müll zu entsorgen. Jede Leerung wird zu einer Rechnung hinzugefügt. Müllwagen erzeugen CO2 und verursachen Verkehr, wodurch der Besucherstrom in seinem Zug verlangsamt wird. Recyclingzentrum. Ich könnte ein weiteres Recyclingzentrum gebrauchen, vielleicht. Vielleicht möchte mir das Spiel mitteilen. Wir wollen ja keinen Müll. Was soll ich einstellen? Eine weitere Person. Aktuelle Stelle 1. Gesamtkosten pro Tag $5. Das ist ja doch sehr wenig. Das ist ja doch sehr wenig. Ein Gehege haben wir. Ja, jetzt haben wir da unten uns der zweite, mit dem zweiten Mülleimer aufgebürdet. Da müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Da muss jetzt irgendwie ein Weg hin. Jo. Dann können wir da wenigstens ein paar Laternen dazu machen. Für die 100% Lichtabdeckung tue ich alles, ne? Und ein bisschen Natur. Wer braucht denn schon eine Bank? Niemand, würde ich sagen. Ach, noch diese komischen Unterschlüpfe da, ne? Diese Unterkünfte, die ich immer nicht baue. Da regenerieren die doch ihre Kraft, die Leute. Das ist wichtig. Wichtig ist das. Tulpenschild. Das gute alte Tulpenschild. Man kennt's. Licht und Bäume. Gras, hohes Gras. Upsala, wenn man aus Versehen doppelt draufklickt, wird das sofort gelöscht. Tut es was für meine Dekoration hier, oder? Entschuldigen Sie, tun Sie was für meine Dekoration? 110%, 29% Dekorationspunkte. Ja, also es bleibt wie es ist. Wir haben nicht so viel Tiere hinzufügen. Nicht so viel Schönes. Wir haben ja einfach nicht so viel Schönes. Punkt. Ende des Gesprächs.
Ich schätze mal, ich klicke nur einfach wild irgendwelche Knöpfe und schaue, was passiert. Nein, ich denke mal, wir brauchen noch eine Wasserpumpe. Irgendwie kann man die Wasserpumpen manchmal nicht ordentlich bedienen. Irgendwas ist da komisch. Naja. Wollen wir jetzt mal nicht so sein. Die Frage ist, ob das auch Dekorationswerte erhöht, wenn ich in das Gehege irgendwas in der Art rein tue. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre ja jetzt die Frage, die es zu klären gilt. Holzstamm, Rohrbalken. Ich mag's den Pappkarton. Der ist schon sehr süß. Weil hier sagen sie ja, es sei Dekoration. Deswegen ist natürlich die Frage, ist es auch in der Tat Dekoration? Man weiß es ja nicht. Könnte ja auch eine große Lüge sein. Aber eigentlich müsste das dazugehen, weil das würde total helfen, weil es ist ja außerhalb der Gehege immer nicht so viel Platz. Ich glaube sogar ja, 37%. Ich gucke mal. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass das alles Dekorationselemente sind, die wir auch draußen bauen können. Ich kann halt quasi eine Elefantenstatue ins Gehege stellen, wenn ich da Lust drauf habe. Habe ich jetzt nicht spontan, aber wenn ich es hätte, für den hypothetischen Fall, dann wäre es gut. Ja, 43. Ja gut, das ist doch mal eine Ansage. Das lässt die Dekorationspunkte erhöhen. Genau deswegen habe ich das Capybara-Gehege vergrößert. Um mehr Dekorationen da hinzuzufügen. Sehr logisch. Alles für die volle Dekorationseffizienz. Ich hoffe, die knabbern nicht an den Pilzen. Die Tiere. Das wäre eventuell nicht so gut für die Gesundheit. Aber dann kann ich nicht außerhalb gehen. Das ist interessant. Es ist alles so interessant, Leute. Spürt ihr nicht, wie interessant das ist? 53,5. Jetzt sollte ich erstmal hier gucken, bevor ich mich da unten weiter ans Werk mache. Natur und Dekoration sind hier halt zwei unterschiedliche Kategorien. Wir gucken jetzt mal den Affen von hinten an. Jetzt mal die neue Taktik. Ein großer Brunnen. Bitteschön. Upsala. Jetzt habe ich auch so den 3 Brunnen gebaut. Ja, übsi püpsi. Hier sieht es so aus, als ob die drüber gehen könnte über die Straße, aber hier sieht es nicht mehr so aus, als ob es über die Straße gehen könnte. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie kann man dieses Kuhgehege gar nicht so gut angucken. Habe ich das Gefühl. Wollen wir noch eine Eulenuhr? Ich frage nur. Aber grundsätzlich sind doch Bäume auch hilfreich, oder? Ups. Immer wenn ich sie wegnehme, geht die Dekoration auf jeden Fall runter. Schön. Seht ihr? Das sind doch jetzt schon ein bisschen mehr Prozente. Hier habe ich halt gar keine Dekoration im Gehege. Ich würde mal sagen, man sieht's. Aber irgendwie fehlen hier auch Optionen. Ach so. Warum ist der Pfeil so weit hinten? Ich habe so viele Fragen.
Ja, diese Geschichten passen da so gut rein. Die Pilze variieren manchmal. Habt ihr das gesehen? Ist das nicht niedlich? Es ist so niedlich. Hier, ein Elefant. Ob das die Menge der Tiere, die da wohnen können, beeinflusst? Ja, machen wir es mal so ein bisschen nicht so immer gleich, oder? Also ein bisschen unterschiedlich. Dann kriegen die Hyänen halt die Elefantenstatue. Irgendjemand muss sich opfern, muss die Elefantenstatue nehmen. Kann ich auch nichts machen. Ähnlich wie bei den Menschen können wir auch so die Tiere in ihrer Wegfindung beeinflussen. Das klingt doch gut. Was will man mehr als eine Affendeko in einem Hyänengehege? Ich wüsste nicht, wer da noch einen Wunsch offen hätte. Ja, jetzt tanzt auf jeden Fall niemand mehr so arg doll aus der Reihe. Sagen wir es mal so. Müllsäcke diese gesammelte Woche 4. Auf dem Freitag. 4 Mülleimer. Schwangerschaft. Ich muss das Tier sowieso abgeben. Perfekte Tiergesundheit. Aber mit Sternchen. Würde man sagen. Mit Sternchen. Ja. Die Person guckt sich die Affen an. Ist es nicht nett? Oh, ich bin nicht mehr über 100 mit meiner Moral. Leute, Absturz. Moralischer Absturz. Ich habe jetzt, glaube ich, die Erdmännchensorte, die ich brauche. Ich glaube, es ist soweit. Wir können gleich die was auch immer kriegen. Die Schildkrötis. Ich liebe Schildkröten. Die sind so cute. Wollen wir die ins längliche oder ins nicht längliche Gehege packen, ist jetzt die Frage. Nehmen wir mal das längliche. Quack für mich. Was ist das für eine Aufforderung? Okay, wir haben endlich diese blöde Tiergeschichte hier fertig. Die Hasengans. Super toll. Da freue ich mich aber. Noch keine Bewerber. Tiere hinzufügen. Was soll ich denn da noch hinzufügen? Die Zuchtstation ist inaktiv. Angehalten. Ihr habt immer noch nicht geliefert, Leute. Ihr müsst abliefern. Ich sag's, wie es ist. Ihr auch nicht abgeliefert. Schlecht, schlecht, schlecht. Naja. Wir tun es für die Umwelt und die Natur und diese ganzen Larifari-Gründe. Ja. Ausgewachsen, schwanger, ja. Ausgewachsen und schwanger, ja. Stachelschweine, die vergesse ich ja so gerne. Gucken wir da nochmal rum. Hühner. Schau, wir haben schon ein weiteres Hühnchen. Schön. Hühner sind schön. Ja, ich habe das Gefühl, Affen sind auch erst spät vorgesehen im Spiel. Aber Schweine gibt es eigentlich relativ früh und die sind ja auch weit vorne. Also vielleicht irre ich mich da auch einfach. Mindestsorge. Mindestsorge klingt irgendwie komisch. Was ist denn eine Mindestsorge?
Population steigend. Ich habe jetzt Nemo als neue Variante. Nemo ist, wenn man jetzt mal guckt, kann man das gucken. Kann mit der schwarzen Schlange, ach nee, zweimal Nemo macht schwarze Schlange. Einmal schwarze Schlange und das macht die neue Variante. Naja, da wird schon noch ein bisschen Wasser durch die Spree fließen. Aber bei den Gänsen würde ich es mir halt auch hoffen, weil eigentlich ist da alles da. Wir haben ein paar davon. Die müssen es einfach nur schaffen. Dann wäre es schon alles schön und gut. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, Leute, es einfach mal zu schaffen? Freitag. Ich überlege, die Spende zu machen, aber ich glaube dann nicht, dass ich bis zum Ende der Woche genug Geld habe fürs Personal. Da sollten wir dann lieber noch ein bisschen mit warten. Haben wir doch alle Geduld, nicht wahr? Haben wir eine neue Recycling-Person? Nein. Vielleicht kann ich das auch wieder nicht. Kann sein, dass das wieder nicht funktioniert. Ähnlich wie bei den irgendwo hat es schon mal nicht geklappt. Mein Gehirn hat sich gerade aus meinem Kopf verabschiedet. Ab und zu passiert das. Worüber habe ich geredet? Hä? Ich krieg's gar nicht mehr auf die Reihe gerade. Naja. Egal. Wir machen hier mal weiter mit wieso geht das nicht? Okay, die erzählen mir einfach Blödsinn. Jetzt seid doch wenigstens ehrlich und gebt zu, dass ihr mich verarscht. Er hat doch gesagt, sie haben ein neues handelbares Tier. Hat er doch gesagt. Naja, ich brauche jetzt endlich dieses neue Schwein. Kann doch nicht so schwer sein. Ich muss vielleicht einer der anderen. Ich muss da nicht immer rübergehen. Ich mache es aus Versehen. Trotzdem. Ich glaube, ich muss hier die Schlangen mal beenden. Das wäre ein nice to have. Aber das ist auch alles. Ein ausschließlich nice to have. Oh, dunkel ist es. Oh, wir sind wieder bei 100. Hurra. Oh, ich glaube, ich mache gleich noch ein Nickerchen, bevor ich mit meiner Arbeit anfange. Ich habe um 13.30 Uhr heute Schicht. Die Nacht war kurz, ich sag's, wie es ist. Aber ich hoffe doch sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge online geht von Let's Build a Zoo. Das ist aktuell immer samstags um 15 Uhr. Ich muss hier jetzt so enden, weil das Spiel speichert nur am Ende des Tages. Und ich beende jetzt die Aufnahme. 823 Leute passen nicht in deinen Bus. Ich muss mir Busse kaufen. Es ist die Aufgabe für Zukunfts-Anne. Mal sehen, ob die sich daran erinnert. Genau. Einmal die Woche versuche ich auf Twitch ein bisschen Anno 1800 zu streamen. Der Kanal ist zu finden unter twitch.tv/aufbau-anne. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal da vorbeischaut. Ansonsten möchte ich mich wie immer ganz herzlich bedanken fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Alles, was man sich nur wünschen kann, wünsche ich euch. Ihr Lieben, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!